Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Duell im Fernsehen. Die österreichischen Präsidentschaftskandidaten heute Abend vor der Kamera. Terror in Nordirland. Protestantische Polizisten als Opfer protestantischer Extremisten. Versen auf dem Zahnärztetag in Köln. Hamburger in Rom. Die amerikanische Attacke auf Pizza und Pasta. Guten Abend, meine Damen und Herren. Per Sonderkurier traf heute in Wien geheime Post aus New York ein, möglicherweise Brisantes. Die Akte Waldheim Nummer 79-724 aus dem Archiv der UNO, wo umfangreiches und bislang unausgewertetes Material über die NS-Kriegsverbrechen hinterlegt ist. Das Dokument soll die Vergangenheit des früheren Generalsekretärs der UNO aufklären helfen. Kurt Waldheim will in 3 Wochen österreichischer Bundespräsident werden. Die Kontroverse um ihn schaukelte sich hoch, als stückweise bekannt wurde, dass er, eingezogen durch die deutsche Wehrmacht, 3 Jahre bis zum Kriegsende in Jugoslawien und Griechenland war. Ich bin kein Nazi gewesen und an Verbrechen nicht beteiligt, so Waldheim. Die New York Times will heute erfahren haben, dass die UN-Akte Waldheim Mord und die Tötung von Geiseln zur Last liege. In Wien muss Bundespräsident Kirchschläger das Dokument bewerten. Die Affäre, Hauptthema in Österreich. Heute Abend, 19.30 Uhr, einmal mehr im öffentlichen Mittelpunkt, die umstrittene Vergangenheit von Kurt Waldheim, dem Mann, der Bundespräsident werden will. Was die UNO über ihren zweimaligen Generalsekretär Waldheim weiß, brachte heute ein österreichischer Diplomat im roten Koffer aus New York. Geheime Unterlagen, die endgültig aufzeigen sollen, was Waldheim im Krieg getan hat. Der frühere Nachrichtenoffizier der deutschen Wehrmacht hat unter dem Druck der Öffentlichkeit seine nebulöse Eigenbiografie stückweise erweitern müssen. Teilnahme oder Kenntnis aber von Judendeportationen in Griechenland und Partisanensäuberungen in Jugoslawien bestreitet er nach wie vor. Außenminister Leopold Kratz übernahm die Akten, die er zum Bundespräsidenten Kirchschläger bringen muss. Der hat sie angefordert und gerät nun in eine missliche Situation. Was immer er am Wochenende sagen wird, es wird als Einmischung in den Wahlkampf angesehen werden, für oder gegen Waldheim. Kurz nach 20 Uhr heute Abend das Studio des österreichischen Fernsehens. Vorbereitungen für eine Live-Diskussion der beiden Präsidentschaftskandidaten. Bislang hat der Sozialist Kurt Steirer seinen Konkurrenten Waldheim öffentlich geschont. Aber Bruno Kreisky, der Altkanzler, hat Waldheim die lange Freundschaft ebenso öffentlich aufgekündigt. Und aus New York meldet die Presse, dass Waldheim ein höchst belasteter Kriegsverbrecher sei. Dies habe die jugoslawische Kommission für Kriegsverbrechen mitgeteilt. Ausschnitte aus der Fernsehdiskussion. Ich erwarte mir, dass der Herr Bundespräsident, so wie er es immer gemacht hat, fair und objektiv die Fakten werten wird. Er hat erst heute diese Dokumente bekommen. Er wird die sehr gründlich studieren und ich bin überzeugt, noch vor der Wahl zum Bundespräsident seine Meinung abgeben. Zweifellos wird damit auch eine gewisse Entscheidung für die Wahl bedingt sein. Ich weiß nicht, was in diesem Akt da drinnen stehen wird. Ich nehme nur an, es werden die gleichen Beschuldigungen sein, die er schon seinerzeit im Jahr 48 vorlagen und die er inzwischen sich als haltlos herausgestellt haben. Ich erwarte mir also nicht irgendwelche besondere Neuigkeiten von diesem Akt und deshalb sehe ich dieser Prozedur mit Gelassenheit entgegen. War ich Mitglied der SA oder nicht? War ich Mitglied eines Studentenbundes oder nicht? In beiden Fällen war meine Antwort immer bis zum heutigen Tage nein. Alles, ich habe eine kleine Broschüre im Wahlkampf, ja, ich habe sie mit, ja. Wenn Sie brauchen, Ihnen nicht zu zeigen. Das heißt Erinnerungen, da geht es um Ihre Jugend und Kriegszeit, der Balkan kommt nicht vor. Schauen Sie, da kommt auch nicht vor, dass ich am Frankreich-Feldzug teilgenommen habe, da kommt auch nicht der vor, Balkan dauert drei Jahre. Dass ich beim Sudeteneinmarsch dabei war. Ich habe von meiner Kriegszeit in diesen Lebensläufen und in meinen Büchern nur jenes Element, jene Episode aufgenommen, die mir
von entscheidender Bedeutung erschien. Es hat bei mir keine interessanten Tätigkeiten dieser Art am Balkan gegeben oder in Frankreich gegeben. Und deshalb habe ich es auch gar nicht für notwendig geachtet, diese Dinge besonders hervorzuheben. Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich es sicherlich angegeben. Ich konnte ja nicht ahnen, dass eines Tages aus so einer Kleinigkeit eine solche Riesenaffäre gemacht wird. Ich habe nach genauem Studium der Unterlagen, nachdem ich immer wieder der Unglaubwürdigkeit bezichtigt werde, habe ich genau im Buch von Paul Hilberg nachgelesen über den Holocaust und die Final Solution von Reitlinger und dabei genau festgestellt, die Daten, an denen die Judentransporte aus Saloniki stattgefunden haben. Und ich habe dabei festgestellt, dass ich während dieser Transporte überhaupt nicht in Saloniki bzw. Arsaki anwesend war, sondern auf einem Heimaturlaub und in Tirana als Dolmetsch und Verbindungsoffizier. Das muss einmal gesagt werden, weil ich jeden Tag in der Zeitung lese, dass ich leugne etwas, was nicht geleugnet gehört. Ich war gar nicht anwesend in Saloniki. Die Akte der UNO wollen inzwischen auch die USA einsehen. Der israelische UN-Botschafter, der bereits Einblick nahm, sagte am Abend, er habe, so wörtlich, einen anderen für uns wichtigen Namen, einen sehr wichtigen Namen, dabei entdeckt. Um wen es geht, ist nicht bekannt. Auch die Schweiz, meine Damen und Herren, hat eine Affäre ausgelöst, ausgerechnet durch Ferdinand Marcos und sein Erbe. Das Bankgeheimnis ist in Gefahr und darüber sind die Eidgenossen heftig zerstritten. Wegen vermuteter Marcos-Gelder auf Schweizer Konten hat die Regierung vorsorglich den Zugriff darauf abgeblockt und sogenannte Fluchtkonten gesperrt. Eine Gefährdung des Finanzplatzes Schweiz und ihrer freiheitlichen Rechtsordnung, so schimpfen die Kritiker. Ein notwendiger Schritt im Interesse des Landes, so die anderen. Bis heute mussten die Banken mitgeteilt haben, ob sie Vermögenswerte des Marcos-Clans verwalten. Über die Höhe dürfen sie sich noch ausschweigen. Jochen Waldmann dazu. Heute Morgen, 8.15 Uhr in Bern. Sitzung der Eidgenössischen Bankenkommission des unabhängigen Aufsichtsgremiums für die Schweizer Banken. Es geht um die vorläufige Sperre der Marcos-Gelder in der Schweiz. Die Meldungen der Banken, ob sie Marcos-Vermögen verwalten, liegen vor. Veröffentlicht wird jedoch nichts dazu. Fast sicher aber, dass zumindest auf einer Bank Marcos-Geld liegt. Eine ungewohnte Situation für die Schweizer Banken und ihre betuchten Kunden. Zum ersten Mal hat die Schweizer Regierung, besorgt um das internationale Ansehen des Landes, Gelder gesperrt. Sie stützt sich auf die Verfassung, Artikel 102, der sagt, dass der Bundesrat die Interessen der Schweiz nach außen zu wahren habe. Die Banken sagen dazu: Grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass sich diese Situation nicht mehr wiederholen wird. Und wir haben auch am Anfang kein Hehl daraus gemacht, dass wir der Meinung sind, aus Bankensicht, die vorhandenen gesetzlichen Instrumente hätten genügt. Ständig strömt offen oder versteckt Geld über die Grenzen in die Schweiz, denn mehrere Faktoren machen das politisch strikt neutrale Land als Anlageplatz für Vermögen attraktiv. Einmal die Festigkeit des Schweizer Franken und die wirtschaftliche Stabilität. An den Börsen gibt es für den Franken keine Wechselkursrisiken, keine Inflation, keine Abwertungen. Alles das aber typisch für viele Länder der Dritten Welt, aus denen häufig sogenannte Fluchtgelder kommen. Weitere Alternative: das Bankgeheimnis, das Kapitalanleger etwa vor dem heimischen Finanzamt schützt. Am wichtigsten aber wohl die Sicherheitsgarantie der Schweiz. So schätzen zum Beispiel Kongo-Diktator Mobutu und König Fahd von Saudi-Arabien die Annehmlichkeiten ihrer teuren Residenzen am Genfer See und den weitgehenden Schutz ihres Eigentums, das die Eidgenossenschaft bietet. Haile Selassie und Somoza, der Schah und eben Marcos nutzten diese Möglichkeit, eine Rückversicherung für unsichere Zeiten im eigenen Land. Die Diktatoren mehren ihren Reichtum und den der Schweizer Banken. Der Wohlstand der Schweiz hängt von den Geldfestungen in der Zürcher Bahnhofstraße ab und niemand rührte bisher daran, aus wohlverstandenem Eigeninteresse. Wer in der Schweiz Geld anlegen will, kann das unter eigenem oder fremden Namen. Zahlreiche Kanzleien stehen für Strohmann-Dienste bereit und das ganz legal. Sicher nutzte auch Marcos diese Chance. Eine philippinische Regierungsdelegation erfuhr kürzlich in Bern, dass sie die Unrechtmäßigkeit des Marcos-Besitzes beweisen muss, um an das Geld zu kommen. Gerade das aber wird schwer werden.
Unsicherer für Fluchtgelder ist die Schweiz durch die Kontensperre kaum geworden. Man wird in Zukunft nur die Tarnungsmöglichkeiten etwas ausgiebiger nutzen müssen. Bis Mitte Mai sollen die Philippinen Beweise für die Unrechtmäßigkeit des Marcos-Vermögens beibringen. Zumindest bis dahin sollen die Konten noch gesperrt bleiben. Aufruhr und blutiger Terror in Nordirland, daran hat man sich, so hart das klingt, fast schon gewöhnt. Jetzt dreht sich die Spirale weiter. Die Anschläge der letzten Tage und Wochen galten vor allem der nordirischen Polizei. Protestantische Extremisten beschuldigen sie, die ihnen eigentlich überwiegend nahestehen, des Verrats an der gemeinsamen Sache. Und die gemeinsame Sache sei, gegen das zwischen London und der Republik Nordirland vereinbarte Abkommen zu kämpfen, dass Dublin eine begrenzte Mitsprache bei der Verwaltung der Nachbarprovinz einräumt. Die Polizei im Loyalitätskonflikt, Wolf von Lujewski berichtet. Polizist zu sein irgendwo anders ist gewiss ein leichteres Los. 226 Mitglieder der königlichen Polizei von Ulster wurden schon erschossen oder in die Luft gesprengt. In gepanzerten Fahrzeugen müssen sich die königlichen Ordnungshüter durch ihr Revier bewegen oder zu Fuß mit dem Schnellfeuergewehr im Anschlag. Die Toten, das war in Nordirland stets so selbstverständlich wie der Regen, sie waren Opfer der IRA oder anderer, aber immer katholischer, pro-irischer Terroristen, denn von 10 Polizisten in Ulster sind 9 Protestanten. Die militanten Katholiken haben in ihnen stets den Feind gesehen. In den Wohngebieten der Protestanten waren sie Nachbar, Freund und Helfer. Und dann plötzlich dies. Seit die irische und die britische Regierung übereingekommen sind, gemeinsam nach Entspannung in Nordirland zu suchen, tobt der Aufstand in den protestantischen Sektoren. Dies ist die Wohnung eines Polizisten in Belfast. Nachts, als die Familie schlief, peitschten Schüsse durch die Fenster. Ein Molotow-Cocktail setzte die Wohnung in Brand. Die Täter, daran gibt es keine Zweifel, sind im Kreis der Nachbarn und Freunde zu suchen, der bisherigen Freunde. 161 andere Polizistenfamilien erlebten die gleiche böse Überraschung. 5 Jahre lang waren wir Mitglieder dieser Gemeinde, sagt der Hausherr. Meine Frau ist völlig ratlos. Wo sollen wir hin? Was sollen wir tun? Ich glaube, niemand versteht, was hier vor sich geht. This time, where we're going to go, because obviously no one seems to know what's happening. Vielleicht, so vermutet man in London, wissen die Politiker der sogenannten Loyalen der Protestanten mehr. Der Vorwurf ist, dass jemand kalt kalkulierend den Aufruhr schürt, als Drohung und Warnung an die Regierung in London. Ich, so sagte endlich gestern Ian Paisley, ich verurteile die Angriffe gegen Polizisten, gegen ihre Familien und Wohnungen. Eine Woche lang war er das lautstarke Sprachrohr der Protestanten in den USA gewesen und hatte jegliche Regie über den gelenkten Zorn, den Ausverkauf durch London, den jüngeren Ehrgeizigen überlassen. Aber dann fügte Paisley hinzu, natürlich gibt es auch andere, die diese Unruhen auf kriminelle Weise geschürt haben. Und die größte Kriminelle ist Margaret Thatcher. The one greatest criminal of them all is Mrs. Thatcher, the Prime Minister. In der Nacht darauf, in der Nacht von gestern auf heute, flaute der Spuk plötzlich ab. Nur noch 2 Wohnungen gingen in Brand. Das ist wenig im Vergleich zu den Nächten davor. Im Übrigen ausgestorbene Straßen. Wer auch immer dahinter steckt, an die Politiker in London jedenfalls heißt die Botschaft: Nehmt euch in Acht, wir können die Gewalt wie ein Wasserhahn aufdrehen und abdrehen, wenn wir wollen. Die Londoner Times berichtete heute unter Berufung auf politische Kreise, dass die Regierung den Protestanten Zugeständnisse machen müsse. Aber die Eiserne Lady hat dies schon ganz klar zurückweisen lassen. Und nun Nachrichten, unser Überblick. Spannungen verschärft. 5 Tage nach dem Anschlag auf die Westberliner Diskothek La Belle, hinter dem die USA Libyens Staatschef Gaddafi vermuten, verdichten sich die Anzeichen, dass Präsident Reagan zu militärischen Sanktionen entschlossen ist. Reagan wiederholte in der vergangenen Nacht auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus seine Vorwürfe gegen Gaddafi. Das Verteidigungsministerium bestätigte inzwischen, dass der Flugzeugträger America für unbestimmte Zeit im Mittelmeer stationiert bleibe. Neuer Atomtest. Die USA haben ihren 2-mal verschobenen unterirdischen Atomversuch in der Wüste von Nevada unternommen. Gegen diesen Test hatten internationale Friedensgruppen protestiert. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS sprach von einer Herausforderung an die ganze Welt.
Parteichef Gorbatschow erklärte schon vor Wochen, die Sowjetunion werde ihren einseitig verkündeten Stopp solcher Versuche aufgeben, falls die USA ihre Tests nach dem 31. März fortsetzen sollten. Vertrauen für Chirac. Die französische Nationalversammlung hat in der vergangenen Nacht der neuen liberal-konservativen Regierung des Premierministers Chirac ihr Vertrauen ausgesprochen. Für die Regierung stimmten 292, gegen sie 285 Abgeordnete. Im Ergebnis bedeutet dies, dass die gaullistischen, die liberalen und die unabhängigen rechten Abgeordneten geschlossen für Chirac gestimmt haben. Chun in Bonn. Der südkoreanische Staatspräsident wurde von Bundespräsident von Weizsäcker mit militärischen Ehren empfangen. Bei einem Essen am Abend mahnte von Weizsäcker seinen Gast zur Einhaltung der Menschenrechte in Südkorea und forderte gleichzeitig faire Chancen für die Opposition. Chun erinnerte daran, dass sowohl die Bundesrepublik als auch Südkorea geteilte Länder sind. Daher müssten beide Staaten ihre Beziehungen vertiefen. Chun will mit seiner Reise nach Westeuropa Vorurteile gegen sein Regime abbauen. Mittagbesuch beendet. Zum Abschluss seines Bonner Aufenthalts wurde das SED-Politbüro-Mitglied überraschend von Bundestagspräsident Jenninger empfangen. Der DDR-Spitzenfunktionär hatte zuvor unter anderem mit den Ministerpräsidenten Rau und Strauß gesprochen. Bei allen Unterredungen ging es um die innerdeutschen Beziehungen und den möglichen Besuch von SED-Generalsekretär Honecker in der Bundesrepublik. Mittag sprach sich für eine Vertiefung des innerdeutschen Handels aus, der für beide deutschen Staaten eine stabilisierende Funktion habe. 25 Jahre Zivildienst. Nach den Worten von Bundesfamilienministerin Süssmuth erweisen die Zivildienstleistende der Allgemeinheit zwar einen anderen, aber keinen geringeren Dienst als die Soldaten. In einer Feierstunde in Köln erinnerte Frau Süssmuth daran, wie sehr Zivildienstleistende unzähligen Menschen das Leben erleichterten. Sie seien weder Rechtsbrecher noch Drückeberger, sondern junge Männer, die ein Grundrecht in Anspruch nehmen. Weitere Giftweine. Italienische Weine mit Methylalkohol versetzt sind jetzt schon in 8 Bundesländern aufgetaucht. 2 Personen mussten mit Vergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Einen generellen Einfuhrstopp für italienische Weine lehnt die Bundesregierung jedoch nach wie vor ab. Der Besuch eines hochrangigen DDR-Politikers in der Bundesrepublik hat in diesen Tagen einen besonderen Stellenwert. Günter Mittag, einerseits in Sachen Wirtschaft in Hannover unterwegs, führte auch wichtige Gespräche in Bonn. Der Kommentar dazu Ernst-Dieter Luck vom Westdeutschen Rundfunk. Das fast überzeugend Normale an der innerdeutschen Normalisierungspolitik ist mittlerweile die Normalität, mit der Besuche aus Ostberlin in Bonn ablaufen. Günter Mittags Programm, die Bonner Tour des SED-Politbüro-Mitglieds und Wirtschaftsexperten der DDR, sie boten dafür einen neuen Beleg. So beinahe selbstverständlich wie Mittag oder Sindermann würden auch andere aus der DDR gern zu uns kommen und wieder zurückkehren. Doch ihre Chancen sind immer noch minimal. Lamentieren hilft allerdings nicht weiter. Man muss sich schon an die Mittags- und Sindermanns halten, um den anderen helfen zu können. Das mühselige Geschäft der menschlichen Erleichterungen, der immer wieder beschworenen praktischen Schritte, es muss mit den Mächtigen drüben ausgehandelt werden. Zäh, behutsam und ausdauernd. Mittag, der Mann aus dem Politbüro, war dabei die richtige Adresse. Es stimmt, dass der innerdeutsche Handel auch eine stabilisierende Wirkung auf die politischen Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten ausübt. Dieser Handel ist ein Eckpfeiler des Verhältnisses zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Er funktioniert, auch wenn Wolken am Ost-West-Himmel aufziehen. Die beiden Staaten in Deutschland sollten sich nicht überheben. Ihnen, denen gelegentlich eine besondere Verantwortung in ihrer politischen Geografie zugeschrieben wird, haben untereinander noch eine Menge zu regeln. Umweltschutz, Reiseverkehr, Asylantenstrom, Terroristenbekämpfung. Wie schwer, wie langwierig dies alles ist, zeigt das Gott sei Dank unter Dach und Fach gebrachte Kulturabkommen. Deutschlandpolitik vollzieht sich eben im Zeitlupentempo. Mittag ging, jetzt fehlt nur noch Honecker.
Mit Mittagsabstecher ist Honeckers Besuch in Bonn noch sicherer geworden. Das ach so beliebte Termineraten geht langsam zu Ende. Es kommentierte Ernst-Dieter Luck. Der SED-Politiker Mittag wird ganz sicher demnächst einen Jahrestag mitfeiern, den einige seiner Gesprächspartner in der Bundesrepublik ganz anders bewerten. In diesen Tagen jährt sich zum 40. Mal die hier sogenannte Zwangsvereinigung von SPD und KPD. Die DDR gedenkt diesen Tag zu feiern. Für die politischen Nachfahren Kurt Schumachers, der eine Verschmelzung von SPD und KPD bekämpft hat, eher ein Gedenktag, mit dem sie sich schwer tun. Ein historischer Rückblick von Robin Lautenbach. Berlin 1946. Ein Jahr nach Kriegsende war das Überleben in der Trümmerwüste noch immer schwierig genug. Doch schwierig war auch der politische Neubeginn. Die sowjetische Besatzungsmacht hatte als erste die Gründung demokratischer Parteien zugelassen in ihrer Zone und in Groß-Berlin. Die KPD, gestützt von der Besatzungsmacht, drängte schon früh auf eine Vereinigung mit der SPD. Für viele Sozialdemokraten und Kommunisten war das in der Tat eine logische Folge der gemeinsam durchlittenen Verfolgungen durch die Nazis. Doch die aus dem Moskauer Exil zurückgekehrte Gruppe Ulbricht erhob für die Kommunisten einen Führungsanspruch. Dieser Druck belastete die Zusammenarbeit, die zwischen vielen Mitgliedern beider Parteien nach Kriegsende entstanden war. Der Kontakt zwischen den Kommunisten und uns war in allen Bezirken in den ersten Monaten durchaus kameradschaftlich und freundschaftlich, nicht wahr? Erst wie dieser Zwang ausgeübt wurde, dass wir sozusagen unsere Grundsatzlinie verlassen sollten und also nun uns mit der SED vereinigen sollten, das hat natürlich also jetzt den Widerstand hervorgerufen. Ende 1945 begann die KPD eine große Kampagne zur Schaffung einer sozialistischen Einheitspartei. Nicht zuletzt, weil die SPD auch in der sowjetischen Zone immer mehr Mitglieder gewann. Zur Kampagne gehörten auch symbolische Vereinigungsmärsche.